So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem zweiten Livestream hier aus dem Kulturzentrum Schlachthof. Mein Name ist Gabi Reiter und bin eine der Organisatorinnen von Wir in Wiesbaden und heiße Sie herzlich willkommen und freue mich sehr und bin wirklich freudig erregt, sozusagen die heutige Veranstaltung anmoderieren zu dürfen. Als ich vor circa einem Jahr auf den Podcast 180 Grad Geschichten gegen den Hass gestoßen bin, und das war es wirklich eher zufällig, war ich sofort verliebt in die Machart, in die Stimme des Moderators oder des Erzählers und in die Idee der Geschichten. Die Idee, nämlich, dass Menschen sich zusammenfinden oder durch Begegnungen eine Berührung erfahren, obwohl sie in ihren Haltungen und in ihren Ansichten konträr sind beziehungsweise von Hass und Vorurteilen durchsetzt. Diese Geschichten, die heute präsentiert werden, freut mich von Herzen und es ist eines der Veranstaltungen, die wahrscheinlich am nächsten unserem diesjährigen Motto entspricht, Wir in Wiesbaden, weites Herz. Und so möchte ich jetzt schon das Mikro abgeben und freue mich auf Bastian Werbner. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vor einer zwar leeren Halle, aber dafür hoffentlich mit ganz vielen Zuschauern zu Hause vorm Rechner. Vielen Dank nochmal für die freundlichen Worte. Ich würde gerne Sie mitnehmen auf eine Reise, die mich 3,5 Jahre lang beschäftigt hat und die am Ende zu diesem Buch und zu diesem Podcast geführt haben, den Sie eingeblendet sehen. Und ich möchte gerne anfangen mit diesem Datum hier. Ich weiß nicht, den meisten von Ihnen wird es wahrscheinlich genauso gehen wie mir. Es gibt ja so Daten, da weiß man auch Jahre später noch ganz genau, wie dieser Tag damals abgelaufen ist. Und dieser 9. November 2016 gehört für mich dazu. Das war nämlich der Mittwoch nach der mittlerweile ja nicht mehr letzten US-Präsidentschaftswahl. Also nach der Wahl, die Donald Trump zum Präsidenten gemacht hat. Und ich bin eigentlich ja Journalist bei der Zeit, Reporter. Und ich bin an dem Morgen in die Redaktion gefahren und war schockiert, wie viele meiner Kollegen auch. Und wir haben uns natürlich gefragt, was machen wir denn jetzt? Wie erklären wir unseren Lesern dieses Ereignis, das wir selber noch gar nicht so richtig verdaut hatten? Und wenig später saß ich im Flugzeug zusammen mit einer Kollegin nach New York, um zu berichten. Und ich habe an diese Reise ganz, ganz häufig denken müssen in den letzten Tagen und Wochen und wollte gerne deswegen damit heute einsteigen, weil wir gerade in einer ähnlichen Situation wieder sind. Wir sind damals durch Amerika gereist, durch New York zum Beispiel, wo dieses Bild entstanden ist und dieses, wo tagelang Hunderttausende Menschen, teilweise Zehntausende auf jeden Fall, ihre Wut ausgedrückt haben, ihren Ärger ausgedrückt haben, ihre Angst Luft gemacht haben vor dem, was da gerade passiert ist. Und das war aber sozusagen nur das eine Amerika, durch das wir damals gereist sind. Das andere Amerika gab es natürlich auch, zum Beispiel hier das Dorf Needmore in Pennsylvania, in einem Landkreis Fulton County, wo 87% damals für Trump gestimmt haben. Und wenn man mit den Menschen dort gesprochen hat, zum Beispiel in den Diners, hat man genau das gegenteilige Bild bekommen. Große Zufriedenheit mit dem Ausgang der Wahl, aber eben auch eine Form von Wut und Ärger. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch sehr gut, dieser Mann, den Sie hier sehen, links unten mit der roten Basecap, der hat mir damals im Interview gesagt, wenn es nach ihm ginge, müsste man all die Menschen, die in den Großstädten Amerikas, in New York und Washington und San Francisco und anderen, auf die Straße gehen, erschießen. Weil er findet, dass die das demokratische Ergebnis einer Wahl nicht akzeptieren und das geht so nicht. Das sage ich nur, weil das das Level der Auseinandersetzung war, das Level der Wut und des Ärgers, der Polarisierung, das wir da erlebt haben. Also zwei Amerikas, zwei Welten, die eigentlich nichts mehr miteinander zu tun hatten. Und daran hat sich, wie wir alle wissen, in den letzten 4 Jahren nichts geändert. Im Gegenteil, es ist eher noch schlimmer geworden. Ich erzähle das, weil für mich damals diese Reise wirklich ein einschneidendes Erlebnis war. Dieses Jahr 2016, wir befinden uns ja jetzt im November 2016, war gespickt von Ereignissen, die einen zum Nachdenken bringen. Wir hatten im Sommer das Brexit-Referendum in Großbritannien, das gezeigt hat, dass das Land quasi einmal in der Mitte gespalten ist. Wir hatten Deutschland, ein Land, das noch vollkommen verhaftet war in dieser Diskussion um die Flüchtlingskrise. Wir haben Gewalt gesehen gegen Flüchtlinge und so weiter. Viel politischen Hass. Wir haben gesehen, wie gleichzeitig in Frankreich und in den Niederlanden, wo Wahlen anstanden, dann im Frühjahr 2017, die Rechtspopulisten immer stärker und stärker wurden. Das heißt, wo man hingeschaut hat, gab es eben diese Spaltungstendenzen, die Gewalt auch.
Und dann noch diese Erfahrung in den USA, das hat bei mir als Reporter sozusagen erstmal die ganz naive Frage auf den Plan gerufen, allerdings mit einer neuen Dringlichkeit. Gibt es eigentlich irgendwen da draußen, jetzt ganz naiv gefragt, der ein Konzept dafür hat, diese gespaltenen Gesellschaften wieder zusammenzuführen? Gibt es irgendwen, der eine Idee hat? Damals bewegte sich ja die Debatte noch sehr stark auf der Analyse dessen, was da gerade passiert. Und man redete noch gar nicht so sehr darüber, wie man es eigentlich beheben könnte oder was man jetzt tun könnte. Und das war quasi für mich damals die Initialzündung, dieser Frage nachzugehen. Als Journalist hat man ja das Privileg, dass man das tun kann, dass man sozusagen den eigenen Fragen, der eigenen Neugier, der eigenen Leidenschaft auch nachrecherchieren kann. Das habe ich damals gemacht und das hat mich auf diese 3,5 Jahre währende Reise geführt, die dann zu dem Buch und dem Podcast geführt haben und auf die ich Sie jetzt gerne mitnehmen möchte. Wo fängt man an, wenn man so eine Frage beantworten will? Gibt es irgendwen, der politische Polarisierung, politischen Hass bekämpfen kann oder ein Konzept dafür hat? Ich dachte, warum nicht anfangen mit diesen beiden Menschen hier, Christa und Harald Hermes. Von denen hatte ich zuvor gehört gehabt und an diese Geschichte hatte ich mich dann wieder erinnert, was diesen beiden Menschen passiert war. Das sind zwei Rentner aus Hamburg-Lockstedt, die in so einem Reihenhaus wohnen und ein ganz normales Leben führen und, wie soll ich sagen, ziemlich große Vorurteile hatten gegenüber allen möglichen Menschen. Gegenüber Ausländern, so ganz allgemein, gegenüber Muslimen, vor denen sie sich fürchteten, aber auch gegenüber Roma. Und das möchte ich gerne die beiden selber mal sagen lassen. Vorsichtig sein. Vorsichtig sein. Händler und drehen etwas an. Klauen alles. Ja. In meiner Jugend schon, ich war blonder Junge, in meiner Jugend haben mich die Eltern schon gewarnt, wenn ich zur Schule ging, sei vorsichtig, die klauen eher blonde Jungs. Und da musste ich nicht unbedingt mit Roma zu tun haben. Das war die Einstellung der Hermes gegenüber Roma. Und dann ist ausgerechnet in die leerstehende Wohnung über ihnen eine 6-köpfige Roma-Familie eingezogen. Die hatten das am Anfang noch versucht zu verhindern, hat nicht geklappt und dann haben sie das Schlimmste befürchtet und dachten auch am Anfang, jetzt wird es genauso kommen, weil oben wurde es laut, die hatten 4 kleine Kinder, die sind durch die Wohnung gerannt, von einem Zimmer ins andere und die Hermes haben unten gedacht, was wird jetzt werden. Aber dann am zweiten Tag ist Christa Hermes auf diesen Balkon rausgetreten, den Sie hier auch sehen, und hat gesehen, dass von oben vom Balkon der neuen Nachbarn Wasser runter tropft in ihre Blumen rein. Da ist sie wütend geworden, ist hochgegangen, in den ersten Stock, hat geklopft und die Frau hat aufgemacht. Dann hat Christa Hermes versucht, ihr zu erklären, das geht so nicht, da kommt Wasser vom Balkon, das müssen Sie abstellen. Die hat das aber nicht verstanden, weil sie wenig Deutsch sprach. Also ist Christa Hermes quasi an ihr vorbei, in die Wohnung rein, direkt zum Balkon und hat gesehen, tatsächlich, da tropft quasi von der klitschnassen Wäsche, die da über einer Leine hing, Wasser runter. Und dann hat sie wieder gesagt, das geht so nicht, das müssen Sie abstellen. Und dann hat die Frau offenbar verstanden, um was es ging. Da sie sich aber nicht erklären konnte, hat sie Christa Hermes mitgenommen ins Badezimmer und hat auf die Badewanne gezeigt. Und hat Christa Hermes verstanden, die haben keine Badewanne, das heißt, die Frau hat die Wäsche, die da draußen hängt, mit den Händen gewaschen in der Badewanne. Aber das kann ich Rosi, die neue Nachbarin, mal kurz selber sagen lassen. Oh, in Badewanne Wasser und Wasch mit Waschpulver an Händen. Klar, die Frau, die musste in der Badewanne ganze Familie, alles mit den Händen waschen. Meine Zeit. Das heißt, sie hat verstanden, die haben keine Waschmaschine, sie haben auch keinen Wäschetrockner und keinen Wäscheständer. Deswegen hat die Frau die Wäsche so aufgehängt, wie sie sie aufgehängt hat. Also nicht aus Bosheit oder Faulheit oder was auch immer sie sich da zusammengereimt hatte, sondern aus Notwendigkeit. Und dann hat sie gesagt, wissen Sie was, ich habe noch einen Wäscheständer im Keller, wenn Sie mögen, bringe ich Ihnen den rauf. Und dann ist sie zurückgegangen, durch die Wohnung durch, um den zu holen und hat sich dabei umgeschaut. 2 Tassen standen auf dem Tisch und 2 kleine Teller. 2 Tassen und 2 Teller für 6 Personen. Die hatten kein Geschirr, keine Töpfe. Die Babynahrung wurde in einer Erdnussdose gekocht. Und dann kam ich ja ins Zimmer bei den Kindern und habe gesagt, oh, ihr habt das hier warm drin, viel zu heiß, es ist doch Sonne. Guck ich auf die Heizung, ihr müsst es ausdrehen, ist ja viel zu warm. Für Kinder abends kalt. Ich sag, wieso abends kalt, wenn sie zugedeckt hier? Nein, kein Zudeck, nur Pyjama. Da wurde es bei mir erstmal heller. Wie leben die armen Menschen hier? Was haben da kam schon Mitleid in mir hoch.
Und ich habe gesagt, ich guck mal unten, ich bringe euch was rauf, was ihr braucht. Und dann ist sie für den Rest des Nachmittags mehrere Stunden lang hoch und runter gegangen vom Keller in den ersten Stock und hat ihnen alles Mögliche gebracht. Decken, Kissen, Geschirr, Töpfe, eine Kaffeemaschine, die sie ausgemustert hatte. Und am Ende des Nachmittags saßen die beiden da, Christa Hermes und ihre Nachbarin Rosi, und haben Kaffee getrunken und sich, so gut es eben ging, mit den Sprachkenntnissen unterhalten. Dann kam irgendwann Harald dazu, der herausgefunden hat, dass sein neuer Nachbar Robert denselben Beruf hat wie er, Kfz-Mechaniker. Und irgendwie ist aus diesem Nachmittag ein ganz netter Nachmittag geworden. Die haben sich ganz okay unterhalten. Und was darauf folgte, ist in den nächsten Wochen und Monaten, ist eine sehr schöne, sehr lange Geschichte, die ich jetzt abkürze. Die beiden Familien haben sich sehr eng angefreundet. Die Hermes haben sie unterstützt, wo sie nur konnten, haben Behördengänge mit ihnen erledigt, sind zum Arzt gegangen mit denen, haben übersetzt, haben Ausflüge gemacht im Sommer an die Elbe, haben eine Torte gebacken für die Einschulung der ältesten Tochter, solche Dinge. Und hatten irgendwann mehr mit denen zu tun als mit den eigenen Töchtern, die auch in Hamburg lebten. Das heißt, das hat sie sehr, sehr schwer getroffen, als nach einem halben Jahr diese Familie abgeschoben wurde, zurück nach Serbien. Harald Hermes hat das noch versucht zu verhindern, ist zu einem Anwalt gegangen, das hat nicht funktioniert, aber auf einmal war der Fixpunkt, den sie hatten, monatelang in ihrem Leben, jeden Tag Kontakt miteinander und so weiter, verschwunden. Und sie mussten sich damit arrangieren, das haben sie gemacht. Sie waren mittlerweile 7-mal in Serbien, haben die besucht. Christa Hermes ist zum ersten Mal ins Flugzeug gestiegen, hat ihre Flugangst, die sie hatte, überwunden. Bis heute unterstützen sie sehr und telefonieren auch jeden Tag miteinander übers Internet. Und eine Nachricht möchte ich Ihnen noch vorspielen, die Christa Hermes bekommen hat, als sie Geburtstag hatte aus Serbien. Als Christa Hermes neulich Geburtstag hatte, Mama, hat sie diese Nachricht bekommen. Heute ist ein schöner Tag. Heute ist Tag, wenn hat geboren eine wunderschöne Frau mit Wunder und glücklicher Gesicht. Also was für mich ganz schwer ist. Wunderschöne blaue Augen. Tag, wenn hat geboren beste Mama, meine liebe Mutter. Diese Gedanken kommen und oft. Oma an die Welt. Alles Gute. Und ich schlafe deswegen auch manchmal schlecht und träume sogar davon. Von ganzem Herzen wünsche deine Rosi, Robi. Wie wird es sein, wenn ich sie nie wiedersehe? Tina, Milan und Moni. Genießen in deinen Tag, liebe Mutti. Warum erzähle ich Ihnen die Geschichte? Weil ich damals dachte, ist das nicht im Kleinen, also zwischen zwei Menschen, zwei Familien, genau das, was man eigentlich gerne im Großen hätte? Also da sind Menschen, die haben Vorurteile, die haben Angst, vielleicht sogar Hass. Und auf einmal ist der wie weggeblasen. Auf einmal machen die eine 180-Grad-Wende. Und da, wo eben Ablehnung war, ist auf einmal Sympathie, Unterstützung. Christa Hermes würde sogar Liebe sagen. Ist das nicht genau das, was man eigentlich möchte? Und klar, jetzt, so ging es mir damals auch, sagt man, naja, das ist halt eine Ausnahme, sind ganz besondere Menschen, die sind irgendwie besonders offen, besonders klug und so weiter, dass die so in der Lage sind, die eigenen Vorurteile zu überwinden und die eigene Weltsicht zu ändern. Und dann habe ich mich an eine andere Geschichte erinnert. Die spielt hier in Meßstetten auf der Schwäbischen Alb, ein kleines Dorf in Baden-Württemberg. Und dort sieht man am Dorfrand, gibt es so ein dreieckiges Gelände im Wald. Das ist eine leerstehende Bundeswehrkaserne gewesen. Und diese Kaserne hat die Landesregierung Baden-Württemberg im Jahr 2015 umfunktioniert zu einer Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge. Das heißt, man hatte auf einmal die Situation, dass in dem kleinen schwäbischen Dorf bis zu 3000 Flüchtlinge gelebt haben. Und ich habe das verfolgt aus Hamburg, aus der Redaktion, weil im Internet, in den sozialen Medien jede Menge Gerüchte verbreitet wurden über die Verhältnisse dort im Dorf. Also da war zu lesen, dass Ziegen geschächtet worden sein sollen und irgendwie Frauen vergewaltigt worden sein sollen und so weiter. Also das schlimmste Zeug. Und das ein Gerücht besagte eben, dass in dem quasi auf der anderen Straßenseite der Kaserne ist so ein Bauernhof, dass dort auf dem Bauernhof in einer Mülltonne ein abgeschlagener Menschenkopf gefunden worden sein soll. Und das war dann der Auslöser dafür, dass ich dahin fuhr mit einem Kamerateam, damals für den NDR,
und nachgefragt habe bei ihm hier, bei Gerold Huber. Das ist der Bauer, dem der Bauernhof gehört. Und ich habe ihn gefragt, Herr Huber, erzählen Sie mal, wie ist denn das gewesen mit dem Kopf? Und dann sagte er, es ist Quatsch gewesen, das hat es nie gegeben. Das ist wie das Allermeiste, was es auf Facebook und sonst wo zu lesen gibt gerade. Das ist ein Gerücht. Das stimmt nicht. Und damit war die Sache eigentlich erledigt, aber wie das so ist, dann ist die Kamera aus und man redet noch ein bisschen weiter. Und an dieses Gespräch habe ich mich dann später erinnert, weil er mir erzählt hat, dass er total dagegen gewesen war, dass diese Kaserne umfunktioniert wird und dass Flüchtlinge dahin kommen. Er hat versucht, das zu verhindern beim Landratsamt, was nicht geklappt hat. Und dann sind die gekommen. Und er hat ganz schnell gemerkt, die allermeisten, mit denen er da plötzlich zu tun hatte, waren total nette Menschen. Die sind dann mal rübergekommen zum Milch holen auf dem Bauernhof oder so. Und man hat sich halt so gut es ging unterhalten. Seine Frau hat dann angefangen, sich zu engagieren drüben in der Kaserne, hat Deutschunterricht gegeben. Er selbst hat oft Flüchtlinge mitgenommen im Auto auf dem Weg ins Dorfzentrum. Die mussten dann da immer hinlaufen zum Einkaufen, weil es da draußen an der Kaserne nichts zum Einkaufen gab. Das heißt, er hat die dann mitgenommen. Er hat sich dann sogar letztendlich dafür eingesetzt beim Landratsamt, dass da Shuttlebusse eingerichtet werden. Und ich habe mich dann daran erinnert, an dieses Gespräch, weil ich dachte, das ist ja eigentlich derselbe Mechanismus. Da ist jetzt viel weniger Emotion und viel weniger Drama im Spiel als bei den Hermes und den Roma-Nachbarn. Aber letztlich vom Mechanismus her dasselbe. Da ist jemand, der hat Angst, Vorurteile und so weiter. Und auf einmal wandelt sich das in Sympathie und Unterstützung 180 Grad. Auch da kann man wieder sagen, offenbar ein besonders offener, kluger Mensch, das gibt es nicht so häufig. Jetzt möchte ich Ihnen von ihm hier erzählen. Das ist Sven Krüger, einer der gefährlichsten Neonazis dieses Landes wahrscheinlich. Jahrelang in der NPD aktiv gewesen, 10 Jahre im Knast gesessen für alles Mögliche, Angriffe auf ein Flüchtlingsheim und so weiter, in Rostock-Lichtenhagen dabei gewesen, also sozusagen wirklich das volle Programm. So ein richtiger Neonazi. Eigentlich fühle ich mich als nationaler Sozialist, als Nationalsozialist. In dem Deutschland, wie du es ausmalen würdest, wer würde da leben? Ja, die Deutschen, ne? Könnte ich als Schwarzer deutsch sein? Gegenfrage, wie soll das gehen? Wenn ich einen Schwarzen mit Lederhose sehe, der in Bayern spielt, ein Bayer zu sein, dann finde ich das nur lustig. Aber der spielt ja vielleicht gar nicht, der Bayer zu sein, vielleicht ist der Bayer. Wie kann er das denn sein? Er ist ja ein Schwarzer. Also wie Sie sich vorstellen können, eines der Interviews, das nicht besonders viel Vergnügen gemacht hat. So ein Mensch, der wirklich richtig tief ideologisiert ist, völkisch argumentiert, Blut, Ahnenreihe und so weiter. Den habe ich getroffen für ein Interview, für die Zeit. Und interessant war aber für mich jetzt in diesem Zusammenhang eine Geschichte, die er mir bei diesem Interview erzählt hat. Nämlich, also man muss wissen, der ist in Wismar groß geworden, einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern. Und als er da groß wurde in den 90ern, Anfang der Nullerjahre, ging es da echt hoch her. Also viele Neonazis, er war der Chef dieser Neonazi-Gruppe, aber auch viele Punker, Anarchisten, Linksextreme. Und regelmäßig ging es halt einfach zur Sache in der Stadt. Bei jedem Fest, das es gab, gab es abends irgendwelche Verfolgungsjagden, Massenschlägereien und so weiter. Und es gab damals im Jahr 2001 so einen Typen in Wismar, so ein verrückter Typ, Extremsportler, Gastronom, den hat es irgendwie genervt, dass Wismar immer nur in den Schlagzeilen war, bundesweit, wenn es um Neonazis ging und Gewalt und solche Dinge. Und hat sich gesagt, okay, ich muss da jetzt mal was machen, wir probieren mal was. Und hat er sich diesen verrückten Plan ausgedacht, mit 2 Neonazis und 2 Linken nach Afrika zu fliegen und mit denen zu Fuß durch die Wüste zu wandern. Noch 2 Reporter mit dabei, einer vom Spiegel, ein Schreiber und ein Fotograf. Und er dachte, wir probieren das mal aus und gucken, was rauskommt. Und ich erzähle das, weil Sven Krüger einer von den beiden war, noch ein Kumpel von ihm. Thomas Warnig war einer von den Linken und auch noch ein Kumpel von ihm. Und wie Thomas Warnig und seine Leute drauf waren, kann ich auch noch mal kurz spielen. Wir waren Anarchisten. So, also wir waren praktisch gegen alles. Uns hat der Staat angekotzt und wir waren halt der Meinung, dass es keine Nazis geben soll und dass die ganze Politik für die Katze ist und wollten uns halt dagegen aufbäumen. So. Also wirklich 2 Menschen, die nicht weiter voneinander entfernt sein können, die sich nur begegnet sind dort in Wismar, wenn es eben mal wieder zur Sache ging und geprügelt wurde. Und die sitzen jetzt auf einmal zusammen mit jeweils noch einem Freund, diesem verrückten Typen, der das alles initiiert hat, und 2 Reportern vom Spiegel im Flugzeug nach Windhoek, nach Namibia.
Und dann fahren sie von da 800 Kilometer nach Norden an den Rand der Wüste, kaufen dort von einem lokalen Häuptling vom Volk der Himba jeder so einen Esel ab, der dann quasi das Gepäck transportieren sollte auf dem Fußmarsch durch die Wüste. Und dann sind sie losgegangen am nächsten Morgen. Der Organisator der Reise vorweg, dann die beiden Nazis, die beiden Linken und die Spiegelreporter, jeder so einen Esel an der Hand. 25, 30 Kilometer am Tag. Hochsommer, 40 Grad, also richtig elende Bedingungen. Und dann haben sie am Abend ihr Lager aufgeschlagen. Drei Zelte, eins für die Linken, eins für die Rechten und eins für den Rest. Und dann ging es am nächsten Tag wieder von vorne los. Und am Anfang gab es eben noch diese klare Einteilung. Aber nach ein paar Tagen war das eben nicht mehr so klar. Auf einmal haben die abends am Lagerfeuer gemerkt, nach so einem langen Marsch, irgendwie sind die anderen doch gar nicht so schlimm. Eigentlich kann man mit denen ganz gut reden und irgendwie haben die angefangen, eine gute Zeit miteinander zu haben. Bis dann eine Woche später Thomas Warnig krank wurde. Also man muss sich vorstellen, die sind noch mit ausreichend Wasser losgegangen. Eben nicht mit ausreichend, sondern sie hatten zwar Wasser dabei, aber das ging dann schnell zur Neige, weil sie mussten ja selber viel trinken, sie mussten die Esel versorgen und so weiter. Und dann blieb ihnen nichts anderes übrig, als aus den Wasserlöchern zu trinken, wo auch die Tiere drin waren und so. Und Thomas Warnig hat das nicht vertragen. Mit dem Durchfall ging es los und ich habe meine Galle gespuckt. Es war echt extrem. Der war völlig dehydriert und konnte mit der Belastung nicht um, kam mit dem Wetter nicht klar oder mit der Umstellung. Nico hat es nicht interessiert und Sven war halt da und kam und sagt, Mensch, und komm, hat dann meinen Rucksack genommen und sowas. Also, er hat deinen Rucksack getragen? Ja, ja. Er hat mir geholfen. Und dann waren die beiden Spiegelreporter furchtbar enttäuscht, dass wir uns nicht in die Haare gekriegt haben. Auch moralisch eben. Er war eine Stütze für mich. Wie hat er dir moralisch geholfen? Naja, er hat mich aufgebaut. Komm und ne. Du schaffst es auch und wir kriegen es hin und zusammen läuft das. Und wie man sich das eigentlich so wünscht, wenn man, was weiß ich, 20 Jahre befreundet ist. Das sagt Thomas Warnig. Und Sven Krüger sagt, wenn man sich kennenlernt, ist es schwieriger, sich zu hassen. Und so war es mit den beiden auch. Wenn man sich kennenlernt, ist es schwieriger, sich zu hassen. Dieser Satz, den Sven Krüger da sagt, der trifft es, glaube ich, eigentlich auf den Kopf. Nicht nur was diese Geschichte angeht, sondern auch diese beiden anderen. Das ist eigentlich die Gemeinsamkeit. Da haben sich Menschen kennengelernt und auf einmal waren die Vorurteile, war der Hass weg, zumindest zum Teil. Und spätestens jetzt kann man sich fragen, ist es denn wirklich so, dass das Ausnahmen sind? Also dass, wenn selbst extremste Gegner wie die beiden irgendwie zusammenfinden können, steckt vielleicht nicht doch ein bisschen mehr dahinter als Zufall, als Ausnahme, als oh, das sind irgendwie besondere Menschen. Die Frage habe ich mir damals gestellt und habe angefangen zu lesen, mich mit Forschung zu beschäftigen. Ich habe irgendwie viele Artikel gelesen, Bücher gelesen aus der Sozialpsychologie, der Soziologie, der Politikwissenschaft und bin bei der Lektüre auf dieses Datum gestoßen, den 13. März 1945. Da ist was Interessantes passiert, hier in Remagen am Rhein. Und zwar, wir befinden uns ja am Ende des Zweiten Weltkrieges. Wenige Tage zuvor hatten amerikanische Soldaten diese Brücke ja erobert, die Ludendorff-Brücke. Man muss sich vorstellen, die Wehrmacht ist auf dem Rückzug, die Amerikaner drängen Richtung Deutschland und die Wehrmacht hat auf dem Rückzug versucht, alle Brücken über den Rhein zu sprengen, einfach um sozusagen das letzte natürliche Hindernis den Amerikanern in den Weg zu legen, eben den Rhein. Und bei dieser Brücke haben sie das nicht geschafft. Das heißt, die Amerikaner sind da hingekommen, haben gesehen, was für eine Chance, die Brücke steht noch, haben die erobert, mit viel zu wenigen Soldaten eigentlich, haben sich drüben eingegraben auf der anderen Seite und haben versucht, diese Brücke zu halten, haben sich gewehrt gegen einen Angriff nach dem anderen, den die Deutschen da gefahren haben und brauchten ganz, ganz, ganz dringend Verstärkung. Viele waren gestorben, viele waren verwundet und jetzt würden sie es nicht mehr lange aushalten. Bis dann an diesem 13. März 1945 eben genau diese Verstärkung kam, aber eben nicht die Verstärkung, die sie alle erwartet hatten. Das waren zwar amerikanische Soldaten, aber die waren alle schwarz. Und wir würden heute sagen, ja und? Was ist das Problem? Damals war das revolutionär. In der amerikanischen Armee galt wie in der Gesellschaft überhaupt Rassentrennung. Die Vorstellung, dass weiße Soldaten und schwarze Soldaten gemeinsam kämpfen, war einfach unmöglich. Und nichtsdestoweniger ist es passiert an diesem Tag, weil der Krieg
quasi keine andere Möglichkeit gelassen hat. Die einzige Einheit, die in der Nähe war, die helfen konnte, war eben diese Einheit schwarzer Soldaten. Die haben dann gekämpft, die haben die Schlacht gewonnen, sie haben dann 2 Monate später den Krieg gewonnen, das ist alles bekannt. Interessant ist aber, dass die Armee sofort erkannt hat, hier ist im Kleinen, also im winzig Kleinen, eine Art Gesellschaftsexperiment gerade gemacht worden. Im winzig Kleinen ist da die Rassentrennung aufgehoben worden und hat sich entschieden, Forscher loszuschicken und die weißen Soldaten, die da vor Remagen gekämpft haben, zu befragen, wie es ihnen ergangen ist in dieser Situation. Und die haben tausende Soldaten befragt und zur Antwort haben sie bekommen Sachen wie diese. Wir aßen zusammen, schliefen zusammen, kämpften zusammen. Es gab keine Zwischenfälle, die Armee konnte es nicht glauben. Ups. Man würde denken, es kann nicht funktionieren, tat es aber. Als ich sah, wie sie kämpften, änderte ich meine Meinung. Wir haben alle Schwierigkeiten erwartet, es gab keine. Und jetzt denken Sie wahrscheinlich, das habe ich mir so ausgesucht, weil das die schönsten Antworten waren. Das Gegenteil ist der Fall. Das war repräsentativ für das, was die Soldaten geantwortet haben. 77% dieser befragten Soldaten haben ihre Meinung geändert, und zwar hin zum Positiven gegenüber ihren schwarzen Kameraden. Vorher hatte das Bild gegolten, die sind faul, auf die kann man sich nicht verlassen, die wissen nicht, wie man kämpft. Wenn es darauf ankommt im Kampf, kann das nicht gut gehen. Jetzt hatten sie das Gegenteil erlebt und haben ihre Meinung geändert. Es gibt in derselben Umfrage, also die Forscher waren schon mal losgegangen, da haben sie auch noch andere Fragen gestellt, eine andere interessante Information. Und zwar wurden die weißen Soldaten befragt, so ganz grundsätzlich, wie würde es euch gefallen, wenn ihr mit Schwarzen kämpfen müsstet? Und zwar dann eben nicht nur die, die gerade mit Schwarzen gekämpft haben in Remagen, sondern auch ganz viele andere. Und rauskam, man muss diese Frage jetzt nicht verstehen, das ist Englisch und es ist super kompliziert, weil man den Aufbau der amerikanischen Armee verstehen muss, entscheidend ist eigentlich nur diese Zahlenreihe. Herauskam, je mehr Kontakt ein weißer Soldat mit einem Schwarzen hatte, je näher er dran war, sozusagen, desto lieber mochte er sie. Je weiter weg ein weißer Soldat war, desto größer war die Ablehnung. Je mehr Kontakt, desto mehr Sympathie. Je mehr Kontakt, desto weniger Vorurteile, desto weniger Hass. Und interessant, in derselben Umfrage gab es noch eine Zahlenreihe, die sieht genauso aus. Nur ging es um eine andere Personengruppe. Da wurden die Amerikaner befragt, nicht über ihre schwarzen Kameraden, sondern über den Feind, sozusagen über die deutsche Zivilbevölkerung. Und auch da kam raus, die Soldaten, die nie in Deutschland waren, hatten eine ganz große Ablehnung gegenüber Deutschland. Und je mehr Zeit Soldaten in Deutschland verbracht haben und mit der deutschen Zivilbevölkerung verbracht haben, desto wohlwollender wurde die Haltung. Bis dahin, die letzte Kategorie ist Soldaten, die in den letzten 3 Tagen vor der Befragung 5 Stunden oder mehr Kontakt hatten mit Deutschen, hatten von denen sagten 76%, dass sie eine sehr wohlwollende oder eher wohlwollende Haltung gegenüber den Deutschen haben. Man muss sich das vorstellen, wir sind immer noch am Ende des Krieges, am Ende des größten Krieges, der je gekämpft wurde. Und 76% dieser Amerikaner, die vor Ort sind, sagen, wir haben eine sehr wohlwollende oder eher wohlwollende Haltung gegenüber den Deutschen. Auch hier, je mehr Kontakt, desto mehr Sympathie. All diese Zahlen und noch viele mehr, die ich Ihnen jetzt erspare, die aber alle sehr interessant sind, fanden am Ende des Krieges und in den Jahren danach ihren Weg zu Gordon Allport. Der war einer der ersten großen Sozialpsychologen an der Universität Harvard. Und er hat an einem Buch gearbeitet über Vorurteile. Das ist dann 1954 erschienen, The Nature of Prejudice, die Natur des Vorurteils. Und wurde zu einer Art Standardwerk, kann man sagen, weil er darin eine der ersten großen Hypothesen begründet hat der Sozialpsychologie. Die sogenannte Kontakthypothese, die eigentlich in wissenschaftlichen Worten nichts anderes besagt, als das, was ich Ihnen jetzt gerade schon in Geschichtenform erzählt habe, nämlich, wenn Menschen, die einander vorverurteilen und ablehnen, miteinander zu tun haben, dann brechen diese Vorurteile auf und da, wo eben noch Ablehnung war, wächst Sympathie. Das war damals eine Hypothese, die sozusagen aus diesen Umfragen heraus generiert wurde. Aus heutiger Sicht würde man sagen, die wissenschaftliche Evidenz war noch ziemlich gering, aber in den Jahrzehnten seither gab es tausende Folgestudien zu dieser Hypothese. Und zwar in allen möglichen Ländern, in Nigeria, in Indien, in Deutschland, in den USA, zu allen möglichen Arten von Vorurteilen. Nicht nur Rassismus, sondern auch Antisemitismus, Sexismus und so weiter. Modernste
statistische, wissenschaftliche Methoden wurden da angewandt und so weiter. Ein ganzer Wust an Studien ist da entstanden über die Jahrzehnte. Und sodass 2006 sich zwei Wissenschaftler hingesetzt haben und gesagt haben, wir müssen jetzt mal versuchen, da eine Ordnung reinzubringen und unter all diese Studien einen Strich zu ziehen und zu gucken, stimmt das denn wirklich, was der Allport damals gesagt hat, 1954. Und das haben sie gemacht mit einem sehr komplizierten Forschungsdesign und haben herausgekriegt, ja, er hatte recht, das stimmt. Er hatte sogar noch mehr Recht, als er selber gedacht hatte. Er hatte nämlich ein paar Bedingungen formuliert, die ich jetzt weggelassen habe, aus Zeitgründen, die seiner Meinung nach gegeben sein müssen, damit das Ganze funktioniert. Und diese Studie hat ergeben, nicht mal die müssen gegeben sein, sondern ganz grundsätzlich kann man sagen, Kontakt reduziert Vorurteile, Kontakt führt zu Sympathie. Nicht bei jedem einzelnen Fall, aber eben auf große Zahlen gerechnet ist der Effekt immer da. Und als ich das damals verstanden hatte, habe ich mich gefragt, wie kann das eigentlich sein? Wir haben jahrzehntelange gesichertes Wissen, das in Bibliotheken auf uns wartet, wie man Hass bekämpfen kann, wie man Vorurteile verringern kann. Und jetzt brauchen wir das gerade, weil wenn wir uns umschauen, überall wo wir hinsehen, ist genau das das Problem, dass Menschen einander vorverurteilen und hassen. Warum nutzen wir das nicht? Ich möchte dazu noch ein paar Seiten aus dem Buch vorlesen, das dazu entstanden ist, um einmal klarzumachen, was ich damit genau meine. Und warum ich glaube, dass das eine Antwort sein kann auf die politischen Krisen, die wir gerade erleben. Wann haben Sie zuletzt mit jemandem gesprochen, der ganz anders war als Sie? Oder wenigstens ganz anderer Meinung? Damit meine ich nicht den Smalltalk mit dem rechten Onkel beim letzten Familientreffen oder ein paar Höflichkeitsfloskeln über eine Ladentheke hinweg, sondern ein offenes, interessiertes Gespräch. Das passiert nicht so häufig. Oft lässt der Alltag das gar nicht zu. Wenn ich in die Redaktion radele, nehme ich immer denselben Weg durch die Hamburger Straßen. Es gibt Stellen, da ist es, als sei die Ampelschaltung mit meinem Metabolismus verknüpft. Ohne darüber nachzudenken, fahre ich genauso schnell, dass ich in der Sekunde an der Kreuzung ankomme, wenn das Licht auf grün springt. Ich freue mich jedes Mal. Das Schöne an Routine ist die Verlässlichkeit. Und damit geht es nicht nur mir so. Wir reden uns ein, wie frei wir in den modernen Industriegesellschaften sind. Aber in Wahrheit ist unser Dasein auf ständige Wiederholung getrimmt. Der Wecker klingelt jeden Morgen zur selben Zeit. Im Auto hoffen wir, dass wir es rechtzeitig durch den Stau zur Stechuhr schaffen. Und später beeilen wir uns, um pünktlich zum Anstoß, zum Dinner-Date, zum Gute-Nacht-Geschichte-Vorlesen zu Hause zu sein. In Wohnungen, Häusern und Stadtvierteln, in denen es den meisten ebenso ergeht. Unser Alltag lässt uns Zeit für nur wenige Menschen. Die Familie am Frühstückstisch, die Leute im Pendlerzug, die Kollegen in der Kantine und die Freunde, mit denen wir ohnehin viel zu selten am Abend ins Kino gehen. Diese wenigen Menschen haben häufig ähnliche Jobs, ähnlich viel Geld, dieselben Hobbys, im Zweifel wählen sie dieselbe Partei. Es ist nachvollziehbar, dass wir uns mit Menschen umgeben, die sind wie wir. Alles andere wäre anstrengend. Gleichzeitig hören wir im Autoradio Musik, die per Algorithmus auf eine Zielgruppe zugeschnitten ist, der wir angehören. Dazu liefert Facebook uns personalisierte Werbung und Amazon weiß, welche Bücher uns gefallen müssten. All das ist bequem und widerspruchsfrei. Die individualisierte Moderne hat es möglich gemacht, dass wir mit den immer selben Menschen und den immer selben Ansichten Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr dieselbe Schrittfolge vollführen, schlafwandlerisch sicher wie Profitänzer mit einer eingeübten Choreografie. Das Unbekannte, das Fremde, das Abenteuer verbannen wir auf einen zweiwöchigen Abschnitt im Terminkalender, den wir Urlaub nennen. Das ist nur verständlich und es wäre auch kein Problem, wenn uns diese Endlosschleife aus Vertrautem nicht dazu verleiten würde, unseren eigenen Erfahrungshorizont mit der Realität zu verwechseln. Zu der gehören auch diejenigen, die nicht in unserem Pendlerzug sitzen. Alle, die nicht mit uns in der Kantine essen. Andere, die viel mehr oder viel weniger verdienen als wir. Andere Radiosender hören, andere Werbung oder auf Facebook sehen, von Amazon andere Bücher vorgeschlagen bekommen. Und andere Parteien wählen. Die aber trotzdem in unserer Stadt, in unserem Land leben, die Mitbürger sind und dennoch Fremde bleiben. Manchmal ignorieren wir sie so selbstverständlich, dass wir am Wahlabend die bunten Balken in der Tagesschau sehen
und fragen, wer sind diese Leute? Es gibt nicht viele Orte in dieser Gesellschaft, an denen sich Fremde begegnen, an denen sich Andersdenkende wirklich kennenlernen. Früher teilten Wehrpflichtige, die nicht mehr gemeinsam hatten als den Pass und die Uniform, Stuben miteinander. Beim Zivildienst lernte auch der Anwaltssohn mal Menschen aus sozial schwachen Familien kennen. Und sie ihn. Im örtlichen Fußballverein spielten Kinder aller Gesellschaftsschichten in einer Mannschaft. Und da es nur 3 Fernsehprogramme gab, schauten am Samstagabend Enkel mit ihren Großeltern Wetten, dass. Ich will das nicht verklären. Ich war nicht beim Militär und habe selten Lust auf das ZDF. Vor allem seit nebenan Netflix wartet. Aber je weiter sich die Gesellschaft ausdifferenziert, desto offensichtlicher wird, dass wir in einer Filterblasengesellschaft leben. Nicht nur digital, sondern analog. In bürgerlichen Stadtteilen wird heute eher Hockey gespielt. In Arbeitervierteln weiter Fußball. Während die Enkel auf den Schulhöfen über die neueste YouTube-Sensation sprechen, beschäftigt die Großeltern im Seniorentreff noch immer das ZDF-Programm. Der Anwaltssohn fängt heute direkt mit dem Studium an, wo er von Leuten umgeben ist, die häufig sind wie er. In dieser Filterblasengesellschaft herrschen zwischen vielen Gruppen, zwischen Armen und Reichen, Alten und Jungen, Einwanderern und Alteingesessenen, häufig Distanz und Sprachlosigkeit. Ein idealer Nährboden für Vorurteile. Christa und Harald Hermes waren Teil einer Filterblase, bis jene, die sie ablehnten, über ihn einzogen. Genauso wie Gerold Huber, bis nebenan auf einmal tausende Flüchtlinge lebten und seine Blase zerplatzen ließen. Auch Sven Krüger, bis er buchstäblich mit seinen Feinden eingesperrt wurde. Im Gefängnis, in der Wüste. Die Geschichte mit dem Gefängnis habe ich jetzt aus Zeitgründen weggelassen. Da ist was ganz Ähnliches passiert, wie damals in Namibia. Sie alle hatten keine Wahl. Das Fremde stieß in ihr Leben und plötzlich fielen ihre Ängste in sich zusammen wie Ersttrinker nach dem 10. Schnaps. Plötzlich stand die Realität vor ihnen. Unbequem, aber nicht zu ignorieren. Kann es sein, dass wir alle eine solche Desillusionierung erleben würden, die eine mehr, der andere weniger, wenn wir unsere Blasen verließen, dass wir das nur nicht wissen, weil es so selten passiert? Als Sven Krüger aus Namibia zurückkam, zog er sich wieder zurück in seine Blase. Freunde Nazis, Nachbarn Nazis, Mitarbeiter Nazis. Als er aus dem Gefängnis kam, machte er es genauso. Thomas Warnig sah er nie wieder. Krüger sagt, er mache das bewusst. Er vermeidet den Kontakt zu denen, die er hassen will. Nähe führe zu Verständnis, sagt er. Deswegen gäbe es in den großen Städten so viel davon. Dort gingen die Menschen zu ihren Gemüsetürken, der ihnen freundlich ihre Avocados verkaufte. Und irgendwann würden sie gefragt, hast du was gegen Ausländer? Und sie sagten, nein, ich kenne ja ganz viele. Deswegen halte er bewusst Distanz. Sein Gemüsemann sei kein Türke, sondern Deutscher. Um hassen zu können, trickst er seine Empathie aus, seine Menschlichkeit. Die Gesellschaft macht es ihm sehr leicht. Dabei müsste sie genau das Gegenteil tun. Anstatt die amerikanischen Fehler zu wiederholen, müssten wir die magischen Momente, die das Ehepaar Hermes, der Bauer Gerold Huber, die weißen Soldaten vor Remagen und auch Sven Krüger zufällig erlebt haben, institutionalisieren. Sie gezielt herbeiführen. Wir müssen die Gesellschaft so organisieren, dass sich Rechte und Linke, Arme und Reiche, Homosexuelle und Homophobe, junge Migrantinnen und alte weiße Männer begegnen. Dass die Gesellschaft zusammenwächst, wo sie heute auseinanderstrebt. Und die Frage, wie das gehen kann, wie man einen solchen Kontakt institutionalisieren kann, wie man das, was die Hermes und Gerold Huber und Sven Krüger zufällig erlebt haben, wirklich herbeiführen kann. Diese Frage hat dann quasi mein weiteres Arbeiten geleitet und ich bin durch die Welt gereist, 2 Jahre lang und habe nach Beispielen gesucht, weil ich dachte, es muss doch, wenn das wirklich funktioniert, dann muss es doch Beispiele dafür geben, im Kleinen oder im Großen. Und genau so ist es. Ich habe welche gefunden. Das Buch ist voll davon, der Podcast ist voll davon. Heute möchte ich eine einzige als Beispiel erzählen. Und zwar diese hier. Das Beispiel der irischen Bürgerversammlung. Jetzt muss ich kurz ausholen und erklären, was das ist. Irland hatte, 2012 ging das los,
ähnliche politische Probleme wie viele andere westliche Länder auch. Großes Misstrauen in die Eliten, großes Misstrauen in die Regierung, das Parlament und so weiter. Viele, was wir in Deutschland Wutbürger nennen würden. Und die irische Regierung hat sich entschieden, etwas anders mit diesem Problem umzugehen als die meisten anderen Gesellschaften. Sie hat nämlich gesagt, lass uns diese Leute mal reinholen in den politischen Prozess. All die da draußen, die schimpfen und meckern und hetzen, warum lassen wir die nicht mal mitmachen? Und dann haben sie diese Bürgerversammlung gegründet, die aus 100 Menschen bestand. Die Aufgabe dieser Bürgerversammlung war, die größten politischen Streitfragen, die es damals gab, zu diskutieren, 8 an der Zahl, alle von Verfassungsrang, also wenn man was machen würde, reformieren würde, müsste man die Verfassung ändern, also wirklich wichtige Dinge. Und der springende Punkt an dieser Versammlung war, dass da nicht irgendwelche Experten drin saßen, irgendwelche gewählten Politiker oder Leute, die lange studiert haben, sondern ganz, ganz normale Menschen. Und die wurden ausgelost aus der Wahlbevölkerung. Man muss sich das so vorstellen, die sollten schon insgesamt, also alle 100, Irland repräsentieren, was die Kriterien Alter, Geschlecht, sozioökonomischer Hintergrund, also Bildung und Einkommen hauptsächlich, und Herkunft angehen. Da sollten die ein Spiegel der irischen Gesellschaft sein. Aber wer das dann im Einzelnen ist, der da sitzt, das war völlig egal, das hat das Los bestimmt. Und von diesen Leuten hat man sozusagen verlangt, diese wichtigen Themen zu diskutieren und einen Handlungsvorschlag für das Parlament zu machen. Und von diesem Handlungsvorschlag, so war das Versprechen, das man sich damals gegeben hat, würde ganz große Legitimität ausgehen, weil das ja eben ein Querschnitt der Bevölkerung war und nicht irgendwelche Eliten, auf die die Leute sauer waren. So viel zur Vorrede. Und jetzt möchte ich Ihnen diesen Mann hier vorstellen, Finbar O'Brien. Der war eben Teil dieser Versammlung. Anfang 60, Briefträger aus dem Süden Irlands, aus einem kleinen Dorf, Macroom. Und war eben ein solcher Wutbürger, der sich eigentlich abgekapselt hatte vom politischen Prozess und jetzt aber gesagt hat, okay, wenn ich so eine Chance kriege, dann mache ich da mit. Jetzt muss man wissen, das wichtigste Thema dieser Versammlung von den 8, die auf der Agenda standen, war die Frage, soll die gleichgeschlechtliche Ehe in Irland legalisiert werden? Sie wissen, Irland, traditionelles, konservatives, sehr katholisches Land. In der Verfassung stand drin, eine Ehe kann es nur geben zwischen einem Mann und einer Frau. Und die Frage, die diese Versammlung jetzt angehen sollte, war, soll man das ändern? Was dieses Thema angeht, hat Finbar O'Brien eine, dramatische Geschichte mit dahin gebracht in diese Versammlung, von der natürlich niemand was wusste. Er war nämlich als kleiner Junge mehrere Jahre lang missbraucht worden von einem Mann. Vielleicht soll ich Ihnen das selber erklären lassen. Das irische Englisch ist manchmal schwer zu verstehen, aber ich habe zwischendurch Übersetzungen, das heißt, Sie sollten eigentlich keine Mühe haben, das zu verstehen, was er hier beschreibt. Growing up, I was interfered with, right? And I... Auch nach 50 Jahren hat er noch Schwierigkeiten, es auszusprechen. Er sagt... Interfered with. Etwas wurde mit ihm gemacht. Was er meint ist, er wurde missbraucht. Über einen Zeitraum von etwa 2 Jahren, genau weiß er das nicht mehr, von einem Mann, einem Freund von seinen Eltern. Und immer wieder, wenn der Mann die Familie besucht hat, wusste Finbar genau, was kommt. Irgendwann würde sein Vater den Freund fragen, "Are you gonna stay tonight? Bleibst du über Nacht?" And you'll be just hoping and praying that he'd say, "No, I have to go, but no, no, I'll stay." I wouldn't wish it on anyone. No. Und wenn der Mann dann nachts bei ihm war, if the house fell down, it would be a fine thing. Hat er sich gewünscht, dass das Haus einfach über ihm zusammenstürzen würde. Dunno. It would have been a fine thing if the house fell down. Dieses Missbrauchserlebnis hat sein Leben geprägt, zerstört, vergiftet. All das ist, glaube ich, richtig. Und es war deswegen so schlimm, weil er nie darüber gesprochen hat. Er hatte damals nicht mit seinen Eltern darüber gesprochen, weil er gesagt hat, da hätte ich mir eher noch eine Ohrfeige eingefangen. Dieser Mann, der das gemacht hat, war ein Held in diesem Haus, ein ganz enger Freund seiner Eltern, also hat er sich nicht getraut, hat das in sich hineingefressen.
Er hat dann auch später mit seiner Frau nicht darüber gesprochen, als er geheiratet hat. Er hat auch mit seinen Söhnen nicht darüber gesprochen, die er dann bekommen hat und die dann irgendwann erwachsen wurde. Das heißt, jahrzehntelang hat er das mit sich herumgetragen. Und das ist deswegen wichtig, weil in all dieser Zeit ein Missverständnis nie angegriffen wurde, das sich damals mit 9 oder 10 Jahren in ihm festgesetzt hat. Nämlich, dass alle schwulen Männer Kinderschänder sind. Davon war er die ganze Zeit überzeugt. Und ausgerechnet dieser Mann wird jetzt in diese Versammlung hineingelost und soll die Frage besprechen, soll die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert werden? Und natürlich hätte man ihn gefragt in all dieser Zeit, hätte er gesagt, spinnt ihr natürlich nicht. Der einzige Ort, an den Schwule gehören, das hat er mir im Interview gesagt, so dachte er damals, 6 Fuß unter die Erde. Und dann ist er da in Irland, in Dublin, in diesem Hotelraum, den Sie vorhin gesehen haben, an einem dieser runden Tische, am ersten Tag der Versammlung und sitzt da und ist total aufgeregt, weil er denkt, was mache ich eigentlich hier? Ich habe kaum Schulbildung, ich kenne mich mit diesen Themen nicht aus. Ich fahre Lastwagen und trage die Post aus. Irgendwie fühle ich mich hier fremd. Und er sitzt da und denkt darüber nach und der nächste Mensch, der an diesen Tisch kommt, ist er hier, Chris Lyons. Und Finbar hat sofort gemerkt, der ist schwul und ist in so eine Art Paniksituation reingekommen. Er hat mir das so beschrieben, wie man kennt das ja aus Filmen manchmal, aus so Kriegsfilmen, wenn Veteranen wieder zu Hause sind und dann knallt irgendwo eine Autotür zu oder so, dann werden sie sofort wieder zurückgebeamt aufs Schlachtfeld. So hat er mir das beschrieben, war das in diesem Moment, als er gemerkt hat, der ist schwul, kam sofort wieder der ganze Schmerz, das ganze Leid hoch von diesem Missbrauch. Und er hat dann aber irgendwie sich da zusammengerissen, ist sitzen geblieben, hat ihn so gut wie möglich versucht zu ignorieren und hat das eben versucht durchzuziehen. Und was jetzt interessant ist, wenn man einmal auf die andere Seite des Tisches wechselt, in die Perspektive von Chris Lyons, der hat in diesen Sekunden was ganz Ähnliches durchgemacht. Wenn man als junger, schwuler Mann in Irland groß wird, so hat er mir das beschrieben, das ist echt es war eine schwere Zeit für ihn. Der hat viel Ausgrenzung erlebt, viel Diskriminierung, auch Gewalt, körperliche Gewalt. Und das Schlimmste von all dem war wahrscheinlich sein Outing gegenüber seinen Eltern. Er war damals 17, als er seiner Mutter und seinem Vater gesagt hat, dass er schwul ist. Aber auch das lasse ich ihn vielleicht selber sagen. So I went out to Mom and I said, hey Mom, you know, I've got something to tell you, I think I'm gay. And she was like... Es war halt eine Riesenkatastrophe. She just burst out crying and she started screaming. She was like, no, 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 no. Das war genau das Gegenteil von dem, was er erwartet hat. And Dad came in and she was like, tell your father what you told me. Er hat's ihm gesagt. So I told him and he just started crying as well. Genau dieselbe Reaktion. So it was a disaster of the highest order. Sein Vater hat ihn dann am nächsten Tag nach Cork zurückgefahren an die Uni, wo er damals studiert hat, und hat zu ihm gesagt, komm nicht wieder nach Hause. And I didn't see them until maybe May the next year. Das heißt, dieses Outing hat sein Familienleben damals zerstört. Und das hat sich ehrlich gesagt bis heute nicht wirklich erholt. Und in diesem Moment, als er an diesen Tisch kam und Finbar gesehen hat, ist das wieder in ihm hochgekommen. Weil Finbar, selbe Generation wie seine Eltern, und er hat sofort gemerkt, da stimmt irgendwas nicht und hat sofort gecheckt, okay, das ist jetzt wieder dieselbe Geschichte hier. Das heißt, man hat im Prinzip eine Situation am ersten Tag des ersten Wochenendes dieser Versammlung, das sollte ich vielleicht noch sagen, das Konzept dieser Versammlung war, dass diese 100 Menschen sich über 1,5 Jahre lang einmal im Monat für ein Wochenende treffen in diesem Konferenzraum in Dublin und eben diese Fragen diskutieren. Das heißt, am ersten Tag des ersten Wochenendes treffen diese beiden Menschen aufeinander, die im Prinzip die schlimmstmöglichen sind füreinander, weil sie jeweils im anderen eben das schlimmste Ereignis der eigenen Biografie wachrufen. Und dann sitzen sie da und ignorieren sich und schweigen sich an und warten, bis die anderen noch eingetroffen sind. Sie haben das ja gesehen, da sitzen jeweils so 7, 8 Menschen an einem dieser runden Tische. Und als sie dann alle da waren, gab es eine Vorstellungsrunde. Einer nach dem anderen hat gesagt, wo er herkommt, wie er heißt, was er macht und so weiter. Und Chris war der Letzte. Und er hat den anderen zugehört und hatte so den Eindruck, boah, die tun hier so souverän, die haben tolle Jobs und haben genaue Vorstellungen, wie das hier zu laufen hat und sind überhaupt nicht eingeschüchtert von dieser Atmosphäre. Gerade war noch der Premierminister da und hat diese eröffnet und so. Und er war halt total unsicher und
natürlich, weil auch für ihn viel auf dem Spiel stand. Als schwuler Mann hatte er sich zum Ziel gesetzt, ich setze hier die gleichgeschlechtliche Ehe durch. So, ich tue, was ich kann. Und das ging ihm alles da durch den Kopf und diese Unsicherheit war so groß, sodass er sagte, boah, ich weiß nicht, ob ich das kann, die sind alle so souverän, ich nicht. Ich bin auch mit Abstand der Jüngste. Und als er dann an der Reihe war, hat er sich entschieden, einfach all das auszusprechen. Hat gesagt, ich weiß nicht, ob ich das durchziehen kann, am liebsten würde ich nach Hause gehen. Und Finbar, and then when he spoke up, auf der anderen Seite des Tisches, it made me feel like I want alone, hat sich genauso gefühlt. Finbar, he just started nodding really vehemently. The minute he said that, it kind of lifted the burden. I saw it land with him, and I just said, okay, I'll keep going. So I keep kind of, I was like, I don't know why I'm here, look at all these important people. If anybody felt uncomfortable, I felt uncomfortable. And I'm kind of afraid, and I feel like I'm out of place. I was totally out of place. Und weil Chris all das ausgesprochen hat, was Finbar auch gefühlt hat, hat Finbar auch den Mut bekommen, das auszusprechen, hat sich nach vorne gebeugt. And sure, Finbar nearly leapt across the table at me. Und hat gesagt, thank you for saying that, because that's how I feel. Danke, genau so fühle ich mich auch. Diese wenigen Sekunden an dem Tisch, sagt Chris, it was one of the most clarifying experiences of my life. Waren einer der wichtigsten Momente seines Lebens. So ein Moment, der ihm richtig die Augen geöffnet hat. Der hat in dem Moment beschlossen, I don't care if he's homophobic, I'll figure it out later. Dass Finbar homophob ist, ist mir wurscht. Mit dem verbringe ich jetzt hier meine Wochenenden. Und das haben sie dann gemacht. An diesem ersten Tag haben sie gemeinsam Mittag gegessen, gemeinsam Abend gegessen, noch ein paar Bier getrunken an der Hotelbar. Ja, und das haben sie wiederholt, Wochenende für Wochenende. Und am Anfang waren die Gespräche einfach sehr Smalltalk und man hat sich unterhalten über die Themen, die da anstanden, über die anderen Mitglieder der Versammlung, was man eben so macht, auf solchen, wenn man Mitglied einer solchen Versammlung ist. Aber mit der Zeit wurden die Gespräche immer persönlicher und persönlicher und persönlicher. Und irgendwann hat Chris Finbar eben von seinem Coming-out erzählt, davon, wie das sein Familienleben zerstört hat. Und ganz einfach, wie es ist, als schwuler Mann in Irland zu leben, was das für den Alltag bedeutet. Und in diesen Gesprächen hat Finbar wirklich tief sozusagen in sich gespürt, dass er eben einem Missverständnis aufgesessen war, jahrzehntelang. Und hat gemerkt, dass die sexuelle Orientierung eben keinerlei Einfluss hat auf den Charakter eines Menschen, auf die Persönlichkeit und so weiter, sondern dass Chris einfach ein ganz normaler Mensch ist, mit dem er sich gut verstanden hat und so weiter. Das war für ihn eine Offenbarung. Und irgendwann war auch er soweit, Finbar, dass er sich geöffnet hat und eben von seinem Missbrauch erzählt hat. Als einem der allerersten Menschen hat er Chris davon erzählt. Und als dann ein paar Monate später es zur Abstimmung kam, über die Frage gleichgeschlechtliche Ehe legalisieren, ja oder nein, hatte Finbar seine Meinung geändert. Nicht nur das, er hat in der entscheidenden Debatte, die unmittelbar vor der Abstimmung stattgefunden hat, sich hingestellt und hat eine flammende Rede gehalten vor der ganzen Versammlung, live gestreamt ins Internet, also öffentlich, und hat von seinem Missbrauch erzählt. Erzählt, was ihm passiert ist und hat gesagt, dass er jahrelang ignorant war, und dass das seinen Blick vernebelt hat und dass ihm jetzt die Augen geöffnet worden sind. Er hat dann nicht gesagt in dieser Rede, wie er abstimmen wird, aber alle wussten es. Er würde für die Legalisierung stimmen und genau das hat er dann getan. Genau wie 79%, also 79 Mitglieder dieser Versammlung. Damit erging eine Empfehlung ans irische Parlament. Wir sollten das legalisieren. Das geht nur in Irland mit einer Volksabstimmung. Die Verfassung kann nur geändert werden, wenn das Volk zustimmt. Und genau die wurde dann angesetzt, im Mai 2015. Und die Fraktionen im irischen Parlament haben den Menschen mit auf den Weg gegeben. Ihr wisst, wir hatten diese Bürgerversammlung, da haben 100 Menschen stellvertretend für euch diese Frage intensiv besprochen, haben eine Handlungsempfehlung gegeben, legalisieren, bitte schließt euch dieser Meinung an. Und als ich mit Chris über diesen Tag gesprochen habe, von dem er sagt, das war eigentlich der Tag, auf den sein ganzes Erwachsenenleben hingeführt hat, so die letzte Chance, die Irland geben wollte. Entweder ich kriege jetzt hier gleiche Rechte als schwuler Mann oder ich wandere aus. Das war wirklich sein Plan. Als ich ihn auf diesen Tag angesprochen habe, sagte er, was ihm am meisten in Erinnerung ist, ist ein Hashtag auf Twitter. Alle paar Minuten hat er
durch seine Timeline gescrollt und hat gesehen, wie Menschen Bilder posten. Es war nämlich so, dass die Iren nicht abstimmen durften im Ausland. Also wenn irgendwo jemand, ein Ire in Großbritannien lebt oder in Australien oder sonst wo, durfte er nicht dort abstimmen, sondern er musste zurückreisen nach Irland. Und deswegen gab es den Hashtag Home to Vote, unter dem Menschen eben Bilder und Videos gepostet haben, davon, wie sie zurückreisen, um dann mit Ja zu stimmen. It was buses full of people and it was planes full of people. It was tweets of photos of people getting off ferries. But people came home from Australia to vote, you know, and it was phenomenal. That day was it blew me apart. I was upset for a very long time after that. And I suppose I still am very upset by that hashtag and by the thought of it. It was huge. An diesem Morgen hat Finbar bei sich im Dorf abgestimmt, wieder mit Ja. Abends hat er dann vom Fernseher gesessen. Waiting and waiting and waiting, watching, counting, yeah. Dann hat der Nachrichtensprecher das Ergebnis verkündet. Celebrations in Dublin as the result of Ireland's referendum on same-sex marriage became official, an overwhelming yes. Und seither ist es legal in Irland für homosexuelle Paare zu heiraten. Und nach allem, was ich recherchiert habe in Irland, mit all die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, nicht zuletzt dank dieser beiden Männer und nicht zuletzt dank Finbar O'Brien, der so öffentlich und so nachvollziehbar seine Meinung geändert hat. Warum habe ich diese Geschichte ins Buch mitgenommen und in den Podcast? Weil ich finde, dass hier eigentlich genau das gezeigt wird, was institutionalisierter Kontakt schaffen kann. Bei diesen 100 Menschen gab es Begegnungen, die hätten nie stattgefunden im normalen Leben. Diese beiden Männer hätten sich wahrscheinlich nie kennengelernt. Aber dadurch, dass der Zufall eben nicht steuerbar macht, wer da wen kennenlernt, sondern einfach alle miteinander irgendwie zusammenbringt, haben sie sich doch kennengelernt. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, was ich kennengelernt habe in dieser Versammlung, das man hätte erzählen können, wo Menschen sich kennengelernt haben, wo Vorurteile aufgebrochen sind, wo Verständnis für jemanden gewachsen ist, für den man sonst nur Unverständnis gehabt hätte vielleicht. Und dann hat das auch noch zu einer derart weitreichenden politischen Änderung geführt, hat wirklich die Gesellschaft verändert, kann man sagen. Deswegen fand ich das ein total beeindruckendes Beispiel und bin ganz gespannt zu sehen, wie dieses Instrument der Bürgerversammlung jetzt in Deutschland ankommt. Das passiert nämlich jetzt gerade. Und wenn Sie mögen, wir haben ja gleich noch Zeit, dass Sie Fragen stellen und ich beantworte, können wir da gerne drüber sprechen. Das ist total spannend. Einen ersten Versuch gab es bereits in Deutschland. Ein zweiter steht vor der Tür im nächsten Jahr. Und ich bin sehr gespannt, ob wir ähnliche konstruktive Ergebnisse kriegen werden, wie es in Irland und in anderen Ländern mittlerweile der Fall ist, wenn solche Bürgerversammlungen eingesetzt werden. Dabei möchte ich es für den Moment belassen. Ich glaube, wir haben jetzt noch genügend Zeit, Fragen zu beantworten. Und ich würde mich freuen, wenn Sie die einfach in den Live-Chat schreiben. Das haben Sie wahrscheinlich ja schon ganz fleißig getan in der letzten Stunde. Und dann bin ich gerne bereit, sie so gut wie möglich zu beantworten. Vielen Dank. So, lieber Bastian, vielen Dank für deine Vorstellung deines Podcasts. Ich finde es immer wieder berührend, auch gerade die Geschichte mit dem Postboten oder diese irische Geschichte, die hat mich, als ich sie das erste Mal gehört habe, wirklich zu Tränen gerührt, weil mich das so bewegt hat, dass man in so verhärteten Lebenssituationen sein kann oder mit so verhärteten Blickwinkeln und ist trotzdem in der Lage, sich aufzumachen, das Herz zu öffnen und den anderen zuzulassen. Genau, du hast eben gesagt, es wird die Bürgerversammlung geben. Ich habe zum Beispiel davon, oder hatte eben auch kurz mit Nala mich unterhalten, wir wissen davon noch gar nichts. Wo wird das sein? Und das würde mich schon mal interessieren. Also es hat tatsächlich schon eine stattgefunden, nämlich der sogenannte Bürgerrat in Leipzig. Das war im September 2019, organisiert vom Berliner Verein Mehr Demokratie. Und da waren 160 Menschen anwesend, die eben genau wie in Irland auch durch das Los ausgewählt wurden aus ganz Deutschland. Und das hat so gut funktioniert, dass der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble
jetzt angekündigt hat, dass der Bundestag die Schirmherrschaft übernehmen wird für die Nachfolgeveranstaltung, die eben im nächsten Jahr stattfinden soll. Also man muss sich das so vorstellen, die haben dann die Ergebnisse dieser Bürgerversammlung, wo eben ganz ähnliche Mechanismen aufgetreten sind wie hier, dem Bundestag vorgestellt, Wolfgang Schäuble übergeben. Und der war so beeindruckt davon, dass er gesagt hat, okay, das müssen wir häufiger machen und das müssen wir vor allen Dingen auch mit Unterstützung des Deutschen Bundestages machen. Und jetzt wird Anfang nächsten Jahres ein zweiter Bürgerrat stattfinden, wieder organisiert von Mehr Demokratie und einigen Partnern zum Thema Deutschlands Rolle in der Welt. Gerade derzeit wird diese Fragestellung konkretisiert. Was heißt das eigentlich? Auch in einem sehr demokratischen Prozess. Und dann werden eben die Bürger da zusammenkommen und darüber debattieren und eine Entscheidungsempfehlung abgeben, ähnlich wie es die Iren gemacht haben. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da rauskommen wird. Ja, das ist super spannend. Und wird geschaut, dass es sich prozentual aufteilt, also Land, Stadtbevölkerung, ja. Frauen, Männer, alt, jung. Die haben da ein sehr elaboriertes System entwickelt, sodass von der Metropole bis zum kleinen Dorf alles repräsentiert ist. Wer genau wird ausgelost? Und dann geht es über die Einwohnermelderegister. Also es ist ein komplizierter Prozess, der eben sicherstellt, dass diese 160 Menschen waren es im September eben tatsächlich ein Querschnitt der ganzen deutschen Bevölkerung sind. Genau, das geht so ein bisschen auf die Frage, die auch kam. Die kam jetzt weniger über den Chat, da kam leider bisher noch nicht so viel rein. Aber ich hatte WhatsApp-Kontakt mit Kollegen und Kolleginnen oder Interessierten. Und die Frage war, das war natürlich, oder du hast in deinem Buch ja oder auch in deinem Podcast Geschichten auch von zufälligen Begegnungen. Also hätte die Familie Hermes nicht die Roma als Mieter bekommen, hätten sie nie den Kontakt gehabt. Also diese Zufälligkeit spielt eine Rolle bei vielen Geschichten, sonst hätten sich da die Menschen nicht begegnet. Und dann gibt es die aus Irland, was natürlich auch letztendlich zufällig ist, dass er zusammen mit dem schwulen jungen Mann am Tisch saß. Ne? Und jetzt ab von Zufälligkeiten war dann die Frage, wie kann es gelingen, auch in einer Kommune oder in einer kleinen Stadt oder in einem Dorf letztendlich die Begegnung herzustellen. Weil das ist natürlich auch unser großes Anliegen mit Wir in Wiesbaden und auch mit dem Bundesprojekt, was wir ja hier in Wiesbaden haben, Demokratie leben. Und wo es uns immer die Frage beschäftigt, wie kann man eigentlich wirklich Begegnung herstellen? Ja, das ist natürlich die entscheidende Frage, die ich dann quasi auf 200 Seiten beantworte oder versuche zu beantworten. Es ist schwer, weil Menschen grundsätzlich erstmal sich gerne, eben, wie ich es auch in dieser kurzen Lesepassage geschildert habe, mit Menschen umgeben, die sind wie sie. Das heißt, rein auf Freiwilligkeit zu setzen, führt oft nicht weit. Es gibt Menschen, die es schaffen, wirklich gezielt die eigenen Lebenswelten zu verlassen und in andere hineinzu gucken, aber es gibt aber leider sehr wenige. Ich kenne das ja selber. Ich habe sozusagen das Privileg, als Reporter ist es ja beruflich gesehen mein Job, genau das zu tun. Also rauszugehen in andere Lebenswelten, dort zu recherchieren, mit offenen Augen sozusagen die fremde, mir fremde Realität wahrzunehmen und meinem Publikum, den Lesern, Hörern, Fernsehzuschauern zu präsentieren. Aber im Privaten mache ich das natürlich auch total selten. Das ist ja, uns geht es ja allen so. Man hat eh zu wenig Zeit, immer zu viel zu tun. Und man hat viele Freunde, die man eh zu selten sieht. Wann soll man da quasi auch noch mal in ein Stadtviertel fahren, das man vielleicht gar nicht kennt und einen auch gar nicht so interessiert? Einfach nur, weil man denkt, na, das muss ich jetzt machen. Das ist schwer. So, und das heißt, diese Freiwilligkeit ist, auf Freiwilligkeit zu setzen, führt, glaube ich, nicht zum Ziel. Bleiben zwei Auswege. Entweder man schafft es sozusagen gezielt Anreize zu setzen, da habe ich ein Kapitel im Buch aus Zürich, wo das sehr gut gemacht wurde, oder man arbeitet tatsächlich mit im schlimmsten Falle staatlichem Zwang, so dann habe ich auch ein Beispiel im Buch, oder eben mit einer Mischung aus alledem. Also wenn man jetzt mal ganz global fragt, wie schaffen es Gesellschaften in der Regel, das hinzukriegen, dass sich Menschen, die sonst nichts miteinander zu tun haben, treffen, gibt es zwei klassische Instrumente. Das eine ist der Wehrdienst und das andere ist der Zivildienst oder wie auch immer man es nennen will. Wo quasi die Gesellschaft sagt, okay, wir entscheiden jetzt für dich als Bürger für ein Jahr oder wie lange auch immer, was du zu tun hast. Wir schicken dich in Kaserne XY, wir packen dich auf eine Stube mit jemandem, den du nicht kennst und so weiter. Das ist ja übergriffig, kann man sagen. Und,
und ein großer Einschnitt in die persönliche Freiheit. Aber es gibt eben viele Gesellschaften auf der Welt, die sagen, das machen wir, auch um gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Und ich weiß nicht, das wird vielen Zuschauern ähnlich gehen, wenn ich mich in meinem Bekannten- und Freundeskreis umhöre und mit Menschen spreche, die das eine oder das andere gemacht haben, Wehrdienst oder Zivildienst, bekomme ich ganz häufig solche Geschichten erzählt, von wegen, ja, da habe ich jemanden kennengelernt, das hat mich umgehauen, das ist total bei mir geblieben. Aber den hätte ich nie, ein guter Freund von mir zum Beispiel war bei der Marine und der sagt, er war auf einer Stube beim Grundwehrdienst mit drei anderen, da war von der Hauptschule bis zum Abitur alles dabei und das war toll. Also das sind sozusagen die klassischen Instrumente, aber es gibt auch ein paar andere, wie zum Beispiel eben die Bürgerversammlung. Da kann ich direkt ergänzen. Hm. Ich hatte mit 25 mich in einen Bundeswehrsoldaten verliebt und er hat danach den Zivildienst noch beantragt. Also er ist dann ausgeschieden und hat gesagt, im Nachgang beantrage ich nochmal sozusagen Zivildienst, damit ich nicht immer wehrpflichtig bleibe, weil durch die Begegnung mit mir hat er seine Haltung verändert. Hast du das? Auch nicht schlecht. Hast du ihm die Bundeswehr ausgeredet? Ja, genau. Sehr schön. Nee, genau. Wir hatten eben auch, als ich im Kontakt war über WhatsApp, auch das Ding zu sagen, naja, das wäre ja eigentlich auch ein cooles Projekt für Wiesbaden, zu sagen, wir machen hier sowas wie einen Bürgerinnenrat, ja. Entweder stadtteilbezogen oder stadtbezogen und suchen uns 4-5 Themen raus, könnten wir alles über Demokratieleben in Wiesbaden organisieren und suchen uns 4-5 Themen raus, die dort entsprechend der Bewohnerinnschaft hier von Wiesbaden diskutiert werden. Fände ich spannend. Wir hatten jetzt hier einen großen Beteiligungsprozess zum Thema braucht Wiesbaden eine Straßenbahn. Das hat die Stadt aber so polarisiert und so auseinandergerissen und auch in den sozialen Medien, und das wäre jetzt auch so meine Frage, in den sozialen Medien zu so viel Anfeindung geführt und wirklich auch im relativ, also wirklich im sehr miesen Stil miteinander, sodass die Frage ist jetzt auch entschieden. Letzten Sonntag war die Wahl und leider wurde sich gegen die Straßenbahn entschieden. Und das wäre nochmal so meine Frage. Die sozialen Medien haben natürlich eine starke Kraft, ne? Und da wird zwar, ich finde, in den Medien, in den sozialen Medien und mit Facebook und allem anderen, kann man ja viel das andere erleben, aber es berührt ja auch nicht wirklich. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass man darüber irgendwie durchdringt oder sich wirklich Haltungen verändern würden. Und eher befördern sie die eigenen Blasen. Wie siehst du das? Weil das finde ich so eine starke Kraft, so eine starke, also im Positiven, aber auch im Negativen. Ne? Genau so sehe ich das auch. Mhm. Also man hat natürlich in den sozialen Medien das Problem, dass die Algorithmen, die dahinter stecken, einen immer tiefer reinbringen in die Filterblase. Mhm. Und das ist ja auch sehr, sehr bekannt. Es gibt ja viele Menschen, die sich mittlerweile dazu geäußert haben, die selber daran mitgearbeitet haben, diese Algorithmen zu schreiben im Silicon Valley und die heute sagen, vielleicht hätten wir es besser nicht tun sollen, weil das sozusagen die Polarisierung immer nur weiter verstärkt. Sozusagen der Weg in die Filterblase ist sozusagen derjenige, der vorgegeben ist sozusagen. Und deswegen ist das ein Riesenproblem. All die Beispiele aus dem Buch und aus dem Podcast sind Beispiele, die nicht im Digitalen spielen, sondern in der realen Welt. Und ich glaube, das macht einen Riesenunterschied. Schon allein der Effekt, den es hat, wenn Menschen sich in die Augen gucken. Mhm. Also in der Regel führt das erstmal automatisch zu Empathie mit dem anderen und zu einer freundlicheren Haltung. Ich meine, das kennen wir alle. Ich zum Beispiel als mache die Erfahrung immer, wenn ich Leserbriefe bekomme, nachdem ich einen Artikel geschrieben habe, dann die meisten Leserbriefe, wie das ja so ist, sind immer negativ, weil irgendwer hat immer was zu meckern, ist ja auch richtig und gut, und dann kann man in die Auseinandersetzungen kommen. Aber oft ist es eben auch so, dass der Ton wirklich unterirdisch ist. Und was ich dann häufig mache, ist, dass ich, also Antworten tue ich sowieso immer, aber wenn dann ein Telefonnummer dabei ist, dann rufe ich gerne mal an. Und dann merkt man sofort am Telefon, wie sich auf einmal die Stimmung ändert. Und ganz häufig sagt dann der Leser oder die Leserin, entschuldigen Sie, ich habe mich ein bisschen im Ton vergriffen. Dann ist man am Ende vielleicht immer noch nicht einer Meinung, aber man ist irgendwie in ein Gespräch gekommen. Und das kann, sozusagen, je näher der Kontakt ist, ein Telefonanruf kann schon einen Unterschied machen, es ist noch extremer, wenn man sich trifft. Dann führt das in der Regel erstmal zu mehr Verständnis, weil wir als Menschen sind wir so gepolt, dass wir in einer sozialen Interaktion mit einem anderen Menschen erstmal nach Gemeinsamkeiten suchen. Also ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere Zuschauer das Projekt Deutschland spricht, was wir bei der Zeit ins Leben gerufen haben vor einigen Jahren.
und das mittlerweile sehr erfolgreich läuft. Das läuft so ab, dass wir Lesern Fragen stellen, 7 Ja-Nein-Fragen, politische Ja-Nein-Fragen, was weiß ich, soll Fleisch stärker besteuert werden, soll der Autoverkehr in der Innenstadt reduziert werden, solche Sachen, ja oder nein. Und dann lassen wir die Antworten und matchen die sozusagen miteinander nach Unterschiedlichkeit. Also im besten Fall hat man 7 unterschiedliche Antworten, 7-mal Ja mit 7-mal Nein. Und dann haben wir gesagt, okay, hier lernt euch kennen, trefft euch und besprecht mal diese Themen. Das machen wir seit einigen Jahren. Und ich erinnere mich noch, in der ersten Runde im September 2017 habe ich mir mal alle E-Mails weiterleiten lassen, die danach in die Redaktion erreicht haben von Teilnehmern dieser Gespräche. Man denken würde, da treffen jetzt wirklich Menschen aufeinander, die sind total unterschiedlich. Da können nur die Fetzen fliegen. Und das Gegenteil ist der Fall. Ich krieg jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment denke, als ich diese ganzen E-Mails gelesen habe, weil die fast alle gleichlautend waren, immer irgendwie mit dem Satz, da war viel mehr Einigkeit, als wir erwartet haben. Und ich erinnere mich an einen Leser, der schrieb aus Bamberg. Da hatte er im Biergarten eine Frau getroffen, von der er nach sozusagen der Papiermeinung, würde ich mal sagen, annahm, dass sie ein Pegida-Monster, hat er gesagt, hatte er erwartet. Also er war eher links. Und dann wartete er auf sie im Biergarten und sah, wie sie ihr Fahrrad den Berg hochschob Richtung Biergarten, ihr Fahrrad neben das Seine stellte, hat er, glaube ich, geschrieben. Und dann kam sie her und hat ihn begrüßt und er bemerkte einen westfälischen Akzent. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil in diesen ersten Minuten dieses Treffens, wenn ich diese E-Mail jetzt richtig wiedergebe, hat er sofort Gemeinsamkeiten gefunden. Sie fährt Fahrrad, wie er, sie kommt aus Westfalen, wie er, und es hat sie nach Bayern verschlagen, wie er. Das mag winzig erscheinen, aber es ist sozusagen, es stößt die Tür einen kleinen Spalt auf, ähnlich wie bei Finbar und bei Chris am Anfang, dieses Gefühl des Fremdseins an diesem Tisch eine Gemeinsamkeit war, auf der sie dann diese wunderbare Freundschaft aufgebaut haben, hatten auch diese beiden Menschen eine Gemeinsamkeit, auf die sie dann dieses Gespräch, was sie dann mehrere Stunden lang miteinander geführt haben, bauen konnten. Und das Ergebnis des Gesprächs war nämlich, dass sie sich politisch viel, viel einiger sind, als sie gedacht haben, wenn man den Fragebogen zugrunde gelegt hätte. Und das erzähle ich so ausführlich, weil das nach meiner Erfahrung repräsentativ ist für die Erfahrungen, die Menschen zum Beispiel bei Deutschland spricht machen, aber auch darüber hinaus. Das nehme ich auf alle Fälle nochmal als Anregung mit für uns. Wir sind ja ein großer Trägerkreis, wir sind über 50 Organisationen und dazu kommen noch Einzelpersonen und Bürger und interessierte Künstlerinnen, die mitmachen. Und ich nehme es nochmal mit, auch nochmal konkreter solche Formate, die es ja letztendlich schon gibt, die muss man nicht neu erfinden, auch wirklich nochmal hier für diese Stadt umzusetzen. Könnte auch Wiesbaden spricht sein, könnte auch sowas sein, dass man Menschen wirklich zusammenbringt, die sonst nie zusammenkommen. Wir haben hier in Wiesbaden ein großes Gefälle, zum Beispiel zwischen Arm und Reich. Ne? Es gibt eine hohe Armutsquote unter Kindern in manchen Stadtgebieten und es gibt gleichzeitig unglaublich viele reiche Menschen in Wiesbaden, aber da findet ja auch keine Begegnung statt. Und ich glaube, es wäre wirklich von Vorteil, wenn man sich besser kennenlernen würde. Auch für das ganze Stadtgefüge und für unseren tiefen Wunsch, hier eigentlich diese Vielfalt hier einen Raum zu geben in Wiesbaden. Ne? Das ist eine alte Stadt, es ist eine Stadt, die ist vom Historismus geprägt. Sie hat viele ältere Menschen, die auch gerne bewahren wollen. Und gleichzeitig hat es hier so einen Umbruch auch gegeben und ist es so plural geworden und so bunt und lebendig. Das verbindet man in der Regel nicht mit Wiesbaden wahrscheinlich. Mhm. Ja, ich kann das nur, ich finde das toll, wenn Sie das probieren, weil man sieht gerade in Städten, dieses Phänomen sieht man in allen Großstädten, auch in Hamburg, wo ich wohne, sagen, die soziale Segregation ist stark. Man weiß genau, wer wohnt wo. Genau. Hier wohnen die Linken, da wohnen die Rechten, hier wohnen die Armen, die Reichen und so weiter. Und wenn man sich mal selber fragt, wie man selber lebt, wo man so einen Tag verbringt, dann sind das doch immer dieselben Orte, die man aufsucht oder oft dieselben Orte, die man aufsucht. Und eigentlich ist sozusagen der andere, das andere, das andere Stadtviertel und so weiter so nah da. Man könnte einfach hinfahren, in die U-Bahn steigen oder in den Bus oder leider nicht in die Straßenbahn hier und in ein paar Minuten dort sein, aber man macht es nicht. Man braucht doch immer irgendwie einen Anstoß von außen. Und wenn Sie den liefern können, toll. Nala? Der ist hier nicht an.
Das ist eine Frage aus dem Chat. Ich sag's mal laut, weil leider habe ich den hier gar nicht, hier läuft gar nicht. Ist das emotionale Lernen eigentlich die Grundlage für die Veränderung oder für das Aufbrechen dann von Vorurteilen und veränderten Blickwinkeln? Naja, es ist, glaube ich, genau der Effekt, den es eben hat, den wir auch gerade schon so ein bisschen beschrieben haben, wenn man einen anderen Menschen trifft. Also man, im Buch gehe ich bis hinein in die Neurobiologie und erzähle was über Spiegelneuronen, wie das funktioniert, dass sozusagen man automatisch Empathie mit jemandem spürt, den man trifft. Also man, wenn man das nicht, also es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die nicht so reagieren, die oft sozusagen Psychopathen, krankhafte Menschen. In der Regel funktionieren wir so und das kann man emotionales Lernen nennen, natürlich. Es ist eben, man wird darauf gestoßen, ähnlich wie dieser Mann aus Bamberg, dass es bei aller Unterschiedlichkeit, die es ja nach wie vor gibt, auch Gemeinsamkeiten gibt. Mhm. Und diese Einsicht ist, glaube ich, schon sehr wichtig, weil wir in der politischen Debatte, die wir gerade haben, immer nur auf die Unterschiedlichkeit gehen. Und den anderen immer als Opponenten wahrnehmen, als Gegner, als Feind vielleicht sogar. Und den Gedanken gar nicht zulassen, dass der auch was haben kann, womit man sich identifiziert. Und das extremste Beispiel, von dem ich jetzt heute gesprochen habe, ist sicherlich Sven Krüger und Thomas Warnig. Die beiden sind politisch so weit auseinander, wie man nur irgendwie sein kann und sind es bis heute. Und trotzdem haben sie dort in der Wüste eine Erfahrung gemacht, die ihnen die gemeinsame Menschlichkeit gezeigt hat. Jetzt muss man sich fragen, wenn man das verstanden hat, was gewichtet man wie? Das muss kein bewusster Prozess sein, das kann auch ein unbewusster Prozess sein. Welcher gebe ich der Unterschiedlichkeit mehr Wert oder dem Gemeinsamen? Mhm. Bei den beiden der Unterschiedlichkeit. Die sind einfach so unterschiedlich, da ist sozusagen, die können nicht auf einen Nenner kommen. Muss ja auch nicht sein. Das Wichtige finde ich nur, dass in diesen Auseinandersetzungen, die wir heute haben, die oft wirklich bitter, böse geführt werden, bei denen man dem anderen immer das Schlimmste unterstellt, dass sozusagen das Anerkennen der gemeinsamen Menschlichkeit hineinkommt. Und wenn das da ist, wird die Auseinandersetzung automatisch zivilisierter. Das ist mein Eindruck. Geht es automatisch stärker um Argumente, um Nuancen auch und eben dieses ganz Wichtige, dem anderen nicht sofort etwas unterstellen, was der gar nicht denkt, vielleicht auch doch, aber sagen, die Offenheit, einmal auch nachzufragen und sich in den Kopf des anderen zu versetzen, mit anderen Worten ein richtiges Gespräch. Und das geht eben deutlich leichter, wenn man sich in die Augen schaut, als über Social Media. Ich meine, das war ja interessant auch an der Geschichte mit dem Neonazi, dass er ja alles dafür tut, um nicht in die Menschlichkeit dem türkischen Gemüsehändler gegenüber gehen zu müssen. Und das ist ja auch interessant. Er weiß eigentlich, weiß er um die Dimension und er muss eine unglaubliche Energie aufwenden, um das nicht zuzulassen. Ne? Der hat das wirklich sehr erfolgreich geschafft, seinen Alltag so zu organisieren, dass er denjenigen, die er hassen will, nicht mehr begegnet. Mhm. Und er hat dreimal in seinem Leben, also mir hat er von drei Erfahrungen erzählt, jedenfalls, wo er das eben erlebt hat, dass diejenigen, die er hassen will, ihm zu nahe gekommen sind und er auf einmal Sympathie entwickelt hat. Und ja, das war die Lehre für ihn daraus. Das ist, kann man kaum nachvollziehen, aber gut, ist auch ein Weg. Ne? Und wie ist das für dich, wenn du auf solche, also unterschiedlichen Menschen triffst, auch alle für dich dann auch sympathisch oder macht das auch direkt dein Herz auf, egal mit welchen Geschichten du dann zu tun hast? Sympathie ist da gar kein Kriterium. Ich versuche, also mein Berufsverständnis ist so, dass ich als Reporter erstmal allen Menschen, denen ich begegne, egal wer sie sind, egal wie sie politisch denken, egal was sie gemacht haben oder machen werden, mit derselben Empathie begegne. Mit derselben Offenheit, mit demselben Zuhören auch und mit demselben Interesse und derselben Neugierde. Und das kann dazu führen, dass mir jemand sympathisch wird. Oft ist das so, aus den genannten Mechanismen heraus. Ich versuche als Reporter ja möglichst viel Zeit mit den Menschen zu verbringen, über die ich schreibe, um sie besser zu verstehen. Und dann kann das natürlich passieren, dass jemand einem sympathisch wird. Das ist, glaube ich, nur menschlich. Davon muss man sich dann wieder ein Stück weit emanzipieren beim Schreiben und so. Aber wenn man mit allen Menschen spricht, die in einem Thema eine Rolle spielen oder in einer Geschichte wichtig sind, dann hat man sozusagen ja Äquidistanz in alle Richtungen. Und
Das wird dann nicht dazu führen, dass ich mit Sven Krüger zum Beispiel sympathisiere in politischer Hinsicht. Im Gegenteil. Also da, ich habe ihn überhaupt nur getroffen in so einer Art Experiment, das ich für die Zeit gemacht habe. Da hat mir damals ein Sozialpsychologe, den ich interviewt habe, mit auf den Weg gegeben. Triff doch mal deinen schlimmsten Feind. Überleg mal, wer ist dein schlimmster Feind politisch? Sagen, wenn du ganz persönlich deine politische Anschauung nimmst. Triff den mal und versuch mal, mit dem so lange zu reden, bis du irgendeine Gemeinsamkeit findest. Das, was ich eben gesprochen habe, das war dann eben Sven Krüger für mich. Und wir haben uns gestritten, natürlich, wir haben hart diskutiert. Es war auch nicht einfach, es war auch wirklich schmerzhaft manchmal für mich, dieses völkische Gedankengut mir anzuhören. Aber ich muss gestehen, dass es ein sehr interessantes Interview war. Und dass ich seine Offenheit sehr geschätzt habe. Das war kein unangenehmer Nachmittag. Politisch gesehen schon. Aber menschlich konnte ich auf einmal nachvollziehen, was dem Thomas Warnig da in der Wüste passiert ist. Für die Art der Berichterstattung, die ich am Ende mache, spielt das kaum eine Rolle, weil ich sozusagen ja auch das politische, die politischen Meinungen, die er geäußert hat, einschätzen muss und einordnen muss für den Leser. Und die sind brandgefährlich, brandgefährlich. Mhm. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass man beide Erfahrungen macht und dass man nicht jemanden reduziert auf einen Aspekt seiner Persönlichkeit, sondern dass man eben die Vielschichtigkeit von Charakteren und von Persönlichkeiten wahrnimmt. Für mich als Reporter, aber auch für alle Menschen da draußen. Auf alle Fälle. Ich meine, viele von uns sind in der sozialen Arbeit tätig. Da ist das auch eine Grundbedingung, um überhaupt mit den unterschiedlichen Menschen gut klarzukommen oder überhaupt sie wahrnehmen zu können. Die Menschen, die du porträtierst oder die Geschichten, die du im Buch schreibst, wie ist das für die? Gab es da so im Nachgang jetzt Reaktionen dann, nachdem du das Buch rausgebracht hast oder auch den Podcast? Sagt dir dann einer nochmal im Nachgang, so wie toll das für ihn ist, dass auch jetzt seine Geschichte da einen Platz gefunden hat? Sowohl als auch. Also zum Finbar O'Brien zum Beispiel und auch Chris Lyons, die beiden Iren, über die ich heute gesprochen habe, mit denen bin ich nach wie vor in Kontakt und die waren total gerührt von, überhaupt von der Tatsache, dass ein Journalist aus Deutschland anreist, um ihre Geschichte aufzuschreiben. Und ich war gerade neulich nochmal in Irland, um sie zu treffen und Finbar war ganz gerührt und sagte zu mir, ich glaube, das ist etwas von mir, das bleiben wird, was du da aufgeschrieben hast, was mich wiederum sehr, sehr gerührt hat. Und klar, das ist sozusagen der beste aller Fälle, wenn man als Reporter jemanden erstens so nah kommen kann, dass er sich so öffnet, wie er das gemacht hat, und dass man dann eben das so aufschreiben kann, dass derjenige sich auch getroffen fühlt. Das gelingt sicherlich nicht immer, aber wenn es gelingt, dann wird mir immer wieder gezeigt, wie toll dieser Beruf eigentlich ist, weil man in einem winzigen Moment für ein, ja, wahrscheinlich winzig kleines Publikum, wenn man sozusagen die Größe der Welt und auch der deutschen Gesellschaft in Betracht zieht, aber für einen winzig kleinen Moment, für ein kleines Publikum kann man sozusagen einmal diese Distanz überbrücken und einmal die Menschen mit hinnehmen in diese Lebenswelt, die ihnen vielleicht sehr, sehr fremd ist. Und das ist eigentlich, mehr kann man nicht wollen als Reporter. Nee, das ist großartig und das hat natürlich viel mit Wahrnehmung zu tun. Jeder will eigentlich wahrgenommen werden, egal woher er kommt oder wo er steht oder wie er lebt. Das merke ich immer wieder in meinem Job, dass das sicherlich so eine Grundbedingung ist, überhaupt wahrzunehmen, was der andere sieht, hört, sagt, ohne schon meine eigene Matrix darüber zu legen. Ne? Mhm. Und das ist ja, machst du mit dem Buch und mit deinen Geschichten. Großartig, gefallen mir sehr gut, habe ich dir auch schon mehrfach gesagt und ich finde, es ist eine der Veranstaltungen, die wirklich zu unserem diesjährigen Motto Weites Herz passt. Für diesen Titel haben wir gestritten, auch in unserer Vorbereitungsrunde, weil wir der Meinung sind, mit Widerstand und Abgrenzung haben wir alle dauernd zu tun und dieses Weite Herz ist natürlich der Moment, um aufzuschließen und auch schöne Geschichten zu erzählen, die Mut machen und auch für uns und unsere Arbeit hier auf alle Fälle uns weiter begleiten werden. Vielleicht noch eine letzte Frage, die interessiert mich auch aus persönlichen Gründen. Gab es auch negative Reaktionen? Hast du schon Shitstorms erlebt oder auch schon negative Geschichten, oder wo du sagst, nee, da würde ich mich jetzt nicht nochmal reinbegeben oder das ist schief gelaufen im Kontakt miteinander. Hast du sowas schon erlebt?
Also zum Glück beim Buch und beim Podcast nicht. Darüber hinaus gibt es natürlich immer Menschen, wenn man schreibt, denen irgendwas nicht gefällt. Das habe ich ja vorhin schon angedeutet. Von einem Shitstorm bin ich bisher zum Glück verschont geblieben. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber das würde ja nicht notwendigerweise dazu führen, dass man dann sagt, das macht man nicht mehr oder so. Manchmal kann ein Shitstorm ja auch ein Zeichen dafür sein, dass man etwas sehr richtig gemacht hat. Stimmt. Ja, vielleicht sind das gute Worte. Ich kriege auch schon das Zeichen. Die halbe Stunde ist vorbei fürs Gespräch. Ich sage nochmal herzlichen Dank, dass du da warst. Und ich wünsche allen Zuschauerinnen und Zuschauern noch einen weiterhin schönen Abend. Ich hoffe, ihr habt gute Inspirationen und schöne Geschichten und Gedanken jetzt und in euch. Und wir freuen uns auf die weiteren Veranstaltungen. Von den 50 Veranstaltungen, die wir dieses Jahr geplant haben, kann natürlich nur ein Teil stattfinden, aber sind immerhin über 20, die doch letztendlich live oder über Zoom stattfinden werden. Schaut regelmäßig auf die Website und ihr seid gut informiert und könnt dabei sein. Danke.